Herzlich willkommen im nächsten Borderlands-Video bei uns im Channel. In diesem Video geht es um das Token, in dem ihr drei hohe Punkte in Opportunity erreichen müsst. Zu finden sind diese Punkte, was in der Regel Dächer sind, einmal hier, dann einmal hier und einmal hier. Als erstes zeige ich euch das Dach hier. Wenn ihr gegenüber vom Opportunity Square steht, müsst ihr da oben auf diesem Balkon. Also springt ihr am besten dann einfach hier runter, schräg gegenüber, auf diesen 45 Grad Winkel, Dingsbums, was auch immer, über den kleinen Steg hier, an der Außenkante rum und rennt hier die Schräge hoch. Müsst ab und zu mal springen, weil da sind so kleine Unebenheiten, wo ihr nicht rüber könnt. Und dann rennt ihr hier einfach entlang und seid schon hier oben auf dem Balkon und habt das erste Dach erreicht. Um auf das zweite Dach zu kommen, begebt ihr euch am besten an diese Position. Rennt dann hier die Schräge wieder hoch, bis ihr oben angekommen seid, müsst dann an dem Gebäude nach rechts gehen und seid hier schon auf dem Balkon. Das geht also recht schnell und recht einfach. Und so leicht die ersten beiden waren, umso schwieriger wird Nummer 3. An dieser Stelle, oder von dieser Stelle aus, müsst ihr hier diese Treppen hochlaufen, rechts um die Ecke. Da findet ihr hier zwei, drei Kisten. Dahinter ein Schalter mit einem Kabel. Wenn ihr auf diesen Schalter drückt, kommt da oben diese Plattform runter. Auf diese Plattform müsst ihr drauf. Das heißt, ihr rennt hier über diese Schräge da hoch, müsst hier an die Leiter springen und auf die Plattform. Jetzt braucht ihr nur noch einen Kumpel, der hier unten wieder auf den Knopf drückt. Mit der Plattform fahrt ihr dann nach oben, springt da oben dann auf das andere Dach und seid dann oben und habt den Token. Nur ich habe keinen Freund. Ich bin alleine. Wenn ihr Bock habt, das mit mir zu machen, weil ich, wie gesagt, habe selber es noch nicht geschafft, dann meldet euch, verabreden wir uns und dann machen wir das mal eben. Ansonsten, macht's gut, bis dann, ciao!